da ist ein Club. Ja, das ist ja nett. Aber tanzen kann man da nicht. Schauen Sie, warum wollten Sie eigentlich nicht, dass ich mit dem Herrn tanze, der sich als Professor vorgestellt hat? Vielleicht war ich eifersüchtig. Bitte machen Sie sich nicht lustig über mich. Tue ich doch gar nicht. Und Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass Sie gerade mich, wo es doch so viel andere und hübschere Frauen gibt. Seien Sie nicht so bescheiden, mein kleines Fräulein. Ich bin wirklich entzückt von Ihnen. Bitte keine Ballkonversation. Oh, ich habe die Ehre von Heidenick. Sehr liebenswürdig, dass Sie wieder beehren. Sie haben meine Geste, mein Kompliment. Herr von Heidenick, ganz besonderes Vergnügen für uns. Sie sehen Ihre Bühne bei uns hoch in Ehren. Ja, schon gut, schon. Besten Dank, besten Dank. Mein Kompliment, meine Verehrung ist das Ende. Ach, der Heidenick sind Sie? Ja, der bin ich. Haben Sie jetzt eine bessere oder eine schlechtere Meinung von mir? Nur eine schlechtere, natürlich. Wieso? Sie kennen mich doch gar nicht. Aber ich kenne Ihre Bilder. Haben Ihnen meine Bilder so viel von meiner Person verraten? Allerdings. Um solche Situationen zeichnen zu können, muss man sie vorher erlebt haben. Glaube ich. Sie halten mich also für einen ganz verkommenen Mensch. Ja. Prost. Und alles, was ich Ihnen jetzt sage, ist gelogen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Sie mir gefallen? Gelogen. Ja, was glauben Sie eigentlich, warum ich hier mit Ihnen sitze? Ja, das weiß ich eben nicht. Aber irgendeinen Grund werden Sie schon haben. Sie sollen nicht so misstrauisch sein, kleines Fräulein. Was ist denn schon weiter geschehen? Wir haben uns kennengelernt, wir haben getanzt miteinander. Ich habe Ihnen ein paar Nettigkeiten gesagt. Sie haben mir mit ein paar Grobheiten geantwortet. Und jetzt trinken wir ein Glas Sekt miteinander. Und... Prost! Na, und dann bringe ich Sie nach Hause und sage Ihnen beim Abschied auf Wiedersehen. Das wäre wieder eine Lüge. Warum? Weil Sie mich ja gar nicht wiedersehen wollen. Aber wie können Sie so etwas behaupten? Es ist ja auch gar nicht möglich, dass wir uns wiedersehen. Ich habe ja nie Zeit. Das heißt Mittwoch, ja. Da hätte ich natürlich Zeit. Da ist mein freier Tag. Aha. Mittwoch. Sie könnten ja telefonieren. Oder schreiben. Ja, natürlich, ja. Das heißt nur, wenn Sie wollen. Na, selbstverständlich. Selbstverständlich werde ich telefonieren. Oder schreiben, wie gesagt. Oder schreiben. Ha, das kitzelt aber sehr. Das würde mich selbstverständlich sehr freuen. An den stillen Wald der Sonne. Ich kann im Traume dich, mein Liebchen, wiedersehen. Dann ruf ich bei der Sterne schau. Und die Wahrheit.
Mädchen. Gott sei Willen, was ist denn noch schön? So was? Deine Liebe. Was? Liebe mich und die Welt ist mein. Was ist denn los, Frankfurter? Was ist denn? Herr Zacharias, halten Sie sich fest an. Ich habe eine Eroberung gemacht. Ja, und deshalb wecken Sie mich auf? Ja. Ja, wo ich seit 14 Tagen das erste Mal schlafen kann und keine Zahnweh habe. So was habe ich nicht. Wieso kommen Sie rein? Ja, warten Sie, müssen jetzt wie genau ins Schlepphaar, Gott sei Schirmheimer auch nicht. Der eleganteste Mann von Wien hat mir den Hof gemacht. Mir, ganz allein. Und nur mit mir hat er getanzt. Naja. Und am Mittwochnachmittag wollen wir uns wiedersehen, hat er gesagt. Aber vorher wird er noch telefonieren. Oder schreiben. Aber er wird ja nicht schreiben. Das hat er nur so gesagt. Warum soll er denn auch schreiben? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Er wird nicht schreiben. Sogar ganz bestimmt nicht. So ein Künstler kann doch ganz andere Frauen haben. Warum soll gerade ich ihm gefallen? Tja, warum gerade ich?